Moin! Die Gladiatorenkämpfe waren ein wichtiger Bestandteil der römischen Kultur. Im heutigen Study History Video schauen wir uns mal diese Gladiatorenkämpfe in Rom etwas genauer an. Viel Spaß! Neben den Tierhetzen und den Wagenrennen waren die Gladiatorenkämpfe ein wichtiger Teil der römischen Spielekultur. Obwohl der Ursprung solcher Spiele nicht ganz geklärt ist, wird angenommen, dass sie bei römischen Totenfeiern entstanden sind. Die ersten belegten Gladiatorenspiele in Rom fanden im Jahr 264 vor Christus statt. Im ersten Jahrhundert vor Christus gewannen die Gladiatorenkämpfe und die Spiele generell beim Volk an Beliebtheit und sie wurden nun auch in Theateranlagen aufgeführt. Bis kurz nach dem Tod von Caesar waren Gladiatorenkämpfe noch eine privat finanzierte Angelegenheit, jedoch wurden ab dem Jahr 44 vor Christus die Gladiatorenkämpfe von staatlicher Seite organisiert. Die meisten Gladiatoren waren Sklaven oder Kriegsgefangene. Nichtsdestotrotz gab es auch zahlreiche freie Bürger, die sich als Gladiator verpflichten ließen. Die Gladiatoren wurden in besonderen Gladiatorenschulen ausgebildet, von denen die berühmtesten in Capua, Pompeji und Ravenna beheimatet waren. Im Jahr 73 vor Christus flohen aus der Schule in Capua 80 Gladiatoren, denen sich schnell weitere geflohene Sklaven anschlossen. So kam es zu einem Sklavenaufstand, dessen berühmter Anführer Spartacus war. Im Jahr 71 vor Christus wurde dieser Spartacus-Aufstand dann von den Heeren von Pompeius und Crassus niedergeschlagen. Meistens fanden über den Kampftag in der Arena hinweg zunächst Tierhetzen mit speziell dafür ausgebildeten Kämpfern und am Nachmittag dann die Hinrichtungen statt. Der Kampf zwischen den Gladiatoren kam dann am Nachmittag, er unterlag strengen Regeln und wurde in der Regel von zwei Schiedsrichtern beobachtet. So gab es unterschiedliche Gattungen von Gladiatoren, die sich in ihrer Ausrüstung unterscheideten. Oft wurde gekämpft, bis ein Gladiator tot war, man konnte aber auch aufgeben. In einem solchen Fall entschied dann das Publikum oder der Veranstalter der Spiele, ob der Kämpfer weiterleben darf oder getötet werden soll. Der römische Kaiser Commodus war so begeistert von den Gladiatorenkämpfen, dass er selbst zahlreiche Male als Gladiator in der Arena gekämpft hat. Bei einigen römischen Bürgern kam das aber nicht so gut an, da Commodus dadurch die Kaiserwürde beschmutzt hätte. Obwohl sich viele Römer mit den tapferen Kämpfern identifizierten, kamen im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus auch zahlreiche kritische Stimmen zu den Gladiatorenkämpfen auf, besonders unter den Christen. Im Laufe der Zeit wurde es immer schwieriger, Gladiatoren zu finden, da seit dem Jahr 365 keine Christen mehr in der Arena kämpfen durften. Unter Kaiser Honorius wurden dann die Gladiatorenkämpfe Anfang des 5. Jahrhunderts verboten, jedoch fanden noch bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts Gladiatorenkämpfe statt. Wenn ihr euch jetzt noch für andere Aspekte des römischen Lebens interessiert, dann checkt gerne die hier rechts eingeblendete Playlist ab, lasst ansonsten noch einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat, und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!